Hallo, wie gewünscht kommt heute mein Tutorial zu diesem Mini-Planer, zu meinem großen Planer. Und da schauen wir mal. Und von dieser Seite, den Silberpunkt haben wir auch, aber das sieht man nicht richtig. So, und da würde ich sagen, wollen wir starten. Ich werde jetzt nicht nochmal den gleichen in Schwarz machen. Ich mache jetzt einfach die Sonderedition. Und dafür brauchen wir, also ich, weil ich keine andere Farbe da habe, Perlmutt und Gold. Das ist von Bremo, das K-Gold, ich glaube, heißt es. Ich sehe jetzt gar nicht, wo es drauf steht. K-Gold, ich glaube, das heißt K-Gold, das ist ein ganz helles. Da habe ich mir schon ein bisschen was zurechtgemischt und wir brauchen Weiß und ein Cutter oder Fimo-Messer und ein Dotting-Tool. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Wir fangen eigentlich mit Weiß an. Ich habe mir da mein Netz abgebrochen. Jetzt hat schon eine Scheibe runtergeschnitten. So. Und da schneide ich mir jetzt erstmal ein Stückchen ab. Ungefähr. Das ist dann das Innenleben von dem Mini-Filofax. Hinten und vorne muss es nicht so schön aussehen. Wird eher abgedeckt. Dann schneiden wir uns das erstmal so zurecht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe das dünner gemacht, oder? Ja. Wir können das auch ein bisschen dünner schneiden. Ist noch recht hart. Gerade da ist es eigentlich gut zum Schneiden. So, und dann war es das erstmal für das Innenleben. Das muss warten. So, dann habe ich mir ja schon was zurecht gemischt und habe mir. Jetzt habe ich schon gedacht, meine Unterlage fällt runter. Und habe mir das zu so einem Gold. Also, wir machen die Sonderedition in diesem Gold. Da das doch heller ist als wie meins, habe ich einfach Perlmutt mit reingemischt. Kann man das erkennen? Also, es ist auf jeden Fall Gold. So, und das habe ich mir auf der Stufe 2 mit der Fimo-Maschine ausgerollt. Ihr könnt das natürlich auch mit so einem Acrylroller. Wer es nicht kennt, Moment. Das ist dieser da. Oder ich habe am Anfang auch ein Glas genommen zum Rollen. Funktioniert genauso gut. Ja, dann schneiden wir uns einfach mal erstmal eine Ecke gerade. Dann können wir das schon mal drauflegen, ein bisschen überstehen lassen, dass wir die andere Breite haben. So, und da haben wir ja schon mal unsere Breite. Das schneiden wir jetzt. Ich glaube, ich habe das immer verkehrt rum. So, schneiden wir uns auch. Und dann gucken wir mal, wie man es mag, ob man es doch näher am Rand haben möchte. Jetzt kann man es noch, kann man es vorsetzen. Ja, genau. Und jetzt nehme ich schon, ich halte das jetzt erstmal so, mein Cuttermesser und mache mir, irgendwie ist es heute nicht so richtig scharf, Rillen rein, dass das wirklich aussieht wie Saiten. Brauchen wir es nur mal reindrücken, mehr oder weniger, wie man es mag. Dann noch auf diese Seite, die ist ja oben, die sieht man auch reindrücken. Und die untere Seite noch. Ich habe heute irgendwie schlecht, ich krieg's nicht scharf. Das will nicht. Nee, es will nicht. Ja, bei Weiß sieht man das dann auch immer schlecht. So. Dann machen wir uns das, klappen wir das rum. Einmal. Drücken wir es leicht an. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann schneiden wir das Überstehende
ab. Am besten gleich. So. Und da haben wir schon ein Buch. Erstmal sieht es erstmal aus wie ein Buch. In Gold. Habe ich die gleiche Größe? Ha, fast. So. Also ich sehe die Rillen. Ihr seht sie nicht. Doch, guckt mal hier durch. Wenn ihr durchguckt, seht ihr sie. So. Jetzt brauchen wir... Also der Saffiano Gold, der ist ja eigentlich ganz simpel gehalten. Ja, jetzt tun wir uns das hier noch ein Stück Rest. Ein bisschen länger. Schneiden uns davon einen Streifen. Und das langt einen Streifen. Ab. Na, hängt was. Ach, ich habe mein Nagellack, das ist schon wieder nicht gemacht. Egal. Geht ja nicht um meine Finger. Es geht ja um das Fimo. Egal. So, macht das ein bisschen rund. Und dann machen wir das hier schon drauf. Also Verschluss. Müssen wir mal gucken, ob das noch rumpasst. Ja, wunderbar. So. Kann man sogar durchgucken. Guckt euch das an. Und da haben wir schon einen wunderschönen Saffiano in Gold. Huch. So. Bin ich jetzt verrutscht? Hinten sieht es aus. So, bei dem Original Monochrom hat man ja die Nähte schön gesehen. Was man jetzt bei dem Goldenen nicht direkt sieht, man kann aber mit der Nadel oder einfach mit dem Dotting-Tool, ich habe da ein ganz feines, einfach Nähte reinmachen. Das wird man jetzt wahrscheinlich schlecht sehen. Ich mache einfach mal hier am Rand. Ich habe das bei dem Monochrom auch erst gemacht und dann nochmal die Nähte nach. Gezeigt. Ich meine, eigentlich ist es jedem selber überlassen, ob man jetzt nochmal die Nähte nachzeichnen möchte mit Lackfarbe. Das könnte man bei dem jetzt auch machen. Vielleicht mit einem dunkleren Gold. Wer jetzt eine Lederprägung haben möchte und vielleicht irgendwo daheim ein altes Stück Kunstleder rumliegen hat, funktioniert super, wenn ihr das dann einmal kurz drauf drückt. Dann habt ihr die Prägung von dem Kunstleder mit drauf, was ich eigentlich auch ganz schön finde. So sieht man. Oder ich habe eine schlechte Farbe einfach. Aber es ist schon recht dunkel bei mir. Ich habe ja auch echt schlechtes Licht. Aber ich denke, man kann es erkennen. Wenn es fertig gebacken ist, zeige ich euch das nochmal. Als Bild. In der Feilofax-Gruppe auf Facebook. Gleich sind wir weit. Ich gucke gar nicht, ob man mich sieht. Doch, man sieht's. Ich muss immer hochgucken. So. Gib's auf. Jeanette, gib es auf. Das Licht ist einfach schlecht. Es wird nicht besser. Ach doch, guck mal. Wenn ich so halt. So. Jetzt fehlt uns. Was fehlt uns denn noch? Helft mir. Uns fehlt. Ah. Jetzt. Ich habe das in meinen anderen Videos auch schon mal gezeigt. Damit ihr diesen Pin da super reinbekommt, pieke ich das Ganze immer auf dem iPin auf. Da, wo ich meinen Anhänger reinhaben möchte. Ich glaube, das ist andersrum. Piekst ein Stück rein und genau so backe ich das dann. So, und dann haben wir unseren... ich hasse das Licht. Egal. So sieht er aus. Der Saffiano Gold.
Ja, und dann war es das im Prinzip schon. Das Ganze backt ihr jetzt. Auch die Premium-Farben, eigentlich alle Farben, wo ich jetzt habe, Cyanide, das ist das Perlmutt, backt ihr bei 110 Grad, 20 bis 30 Minuten. Und dann ist das hart, wenn das ausgekühlt ist. Die Anhänger wie bei dem hier, ich glaube, ich muss das mal anders machen. Wir machen das Ganze anders. So, und dann sieht man vielleicht auch. Fast. Idee war gut, Umsetzung. Naja, die Anhängerchen, die kriegt ihr bei Doreen Beads. Das sind wie Schellen. Also es klappert eigentlich nur dadurch, dass es aneinander dongelt. Und die Ketten, die habe ich auch von Doreen Beads. Also heute mag mein Handy nicht. Ja, ich werde das Video trotzdem reinstellen. Wenn es mich rappelt, werde ich es vielleicht nochmal neu machen mit besserem Licht. Aber ich denke, im Groben und Ganzen habt ihr das Ganze verstanden. Wie es funktioniert, es ist wirklich eigentlich ganz einfach. Kriegt jeder hin. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Postet mir bei Facebook oder unten einfach einen Kommentar. Ich weiß nicht, ob man da Bilder einfügen kann. Habe ich nämlich auch probiert, aber vielleicht, das funktioniert vielleicht. Würde mich freuen, wenn ich dann mal eure Ergebnisse sehe. Ja, dann war es das und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.